Ja, ich möchte euch begrüßen. Hier ist wieder die Axt. Ja, und es mag vielleicht nicht ganz so aussehen. Wer genau hingeguckt hat, hat's gesehen. Und man kann es auch jetzt sehen. Ja, wir sind wieder im Multiplayer drin. Ich darf begrüßen bei mir wieder im virtuellen Studio den Joker. Hallo, Freunde der Waldmusik. Ja, wunderbar. Da habe ich dich auch direkt schon im Blickfeld, mein Lieber. So, ein Pedometer ausgepackt. Was sind wir gelaufen? 27 Schritte. Ja, wunderbar. Strahlendes Wetter. Joker ist gerade mal, ich sag, ein paar Sekunden, halbe Minute voraus. Ne? Wo Bin schon sind. gut ausgestattet. Ja, das ist gut. Das ist immer gut, grundausgestattet. Wo sind wir hier gelandet mit einem Kannibalendorf, ne? Du hast schon mal Kofferhaufen vorbereitet für die. Ja, wunderbar. Das wahnsinnig nett. So, ich habe jetzt hier eine Katze am Schoß. Die trampelt auf mir rum. Oh, da ist ein Lurch. Guck mal. Siehst du den Lurch hier? Ja, sehen. Ja, jetzt gehörst du mir durch und ich hab irgendwas gefressen. Ah, das ist mir vorher mit einem Kollegen aufgefallen in der Session. Die Büsche, die haben verschiedene Beeren bei den Leuten. Ja, Bei gut. mir waren es blaue, jetzt ist der Busch kaputt. Ja, ist auch schon wieder Zeit geworden, ne? Ganz unerwartet ist das hier gekommen, über Nacht, sag ich mal. Endnight hat direkt einen neuen Patch rausgehauen auf Version 0.09 Beta B, ja. Och, Menno, hab hier schon wieder irgendwas vom Busch gefressen. Ah, selber schuld hier. Alles zerstören, was giftig ist. Gut, ganz theatralisch hatten wir es am Anfang mit Intro, komische Festbeleuchtung im Flugzeug. Ja, sieht alles ein bisschen anders aus beim Absturz. Da kam uns irgendwas entgegen und ich weiß auch nicht, warum ich hier gerade einen Baum fällt. Ich denke mal, so ein innerer Trieb, Urwald, Mensch, Mann. Ja, man weiß es nicht. Gut, ja. Irgendwie. Ja. Hey, Lurch-Invasion, komm her! Ja. Ja. Mein Lieber. Wo ist hier? Ich muss erstmal. Oh, da ist die Schrift suchen. Lurch-Invasion und ich sehe an für sich hier nur, wie Tiere davonlaufen. Hier war es schon down. Ja, Zu gut. spät. Ich hätte mal gesagt, wir laufen wieder irgendwo hin, wo es ein bisschen sicherer ist. Hier ist ein Lurch. Ach, Menno. Bin Weggelaufen. dabei, ja. Ja, ein Ja, bisschen sicherer wie gestern. ich weiß nicht, was ich. Hier hab ihn. Ja. Kann der Lurch fliegen? Gut. Wenn du noch einen Lurch brauchst, hier, mein Lieber, hier ist er. Hier. Hier ist ein Lurch. Sehen jetzt, dass du den hingelegt. Hier. Der. Ja, gut. Ist wahrscheinlich Also, hier. ich habe festgestellt, Sachen, die man aus dem Inventar nimmt, jetzt Tiere, und hinschmeißt, die sieht der Mitspieler nicht. Ja, das hatten wir. Ich denke mal, das hatten wir gestern schon ein bisschen. Wo laufen wir jetzt eigentlich hin? Aber ich habe voll was Tolles rausgefunden. Wenn ich jetzt Escape drücke, statt beobachte mal die Tiere, ich drücke jetzt Escape quasi Pause. Oh. Jetzt steht bei dir alles still. Oder? Nee, an und für sich nicht. Die Tiere Ja, sollten warte stillstehen. mal. Ja, gut, die bewegen sich hier im Stehen, ja. Ja, ich kann sie auch nicht umbringen. Ja, wenn ich jetzt wieder das Cape aus der Pause rausgehe, sind sie tot. Ja, jetzt ist er tot. Wunderbar. So wie das sieht, kann man Anschlag verteilen. Mein Kollege hat vorher probiert, während ich das Cape gedrückt habe, Kannibalen zu töten, aber die kriegen dann, sobald die wieder aus der Pause rausgehe, kriegen sie Anschlag. Aber das ist recht lustiger, hilfreicher Bug. Ja, wunderbar. Ich hätte mal gesagt, wir laufen wieder hier zur Hauptbucht. Ja, hast du Bock? Jo, ich hab Bock. Wunderbar, wunderbar. Hilfe. Ja, nebenbei noch ein Gruß, unbekannt an Katharina, sag ich mal. Ja, da war, ich Danke. meine, das war auch offensichtlich, ne? Da war eine Nackte, eine ganze Nackte bei, kann ich auch nichts für im Endeffekt. Ja. Ich grüß mit. Ja, das ist wunderbar. Hier, Joker, freundlich und fröhlich, wie er immer ist, grüßt auch direkt mal mit.
So, ja, das war ein schöner Sprung. Ich sehe schon hier, The Forest könnte auch ein bisschen verleitet werden zu artistischen Kunststücken. Ich meine, wo sind wir denn jetzt hier lang gelaufen, ne? Halbe Insel abgelaufen und im Endeffekt sind wir im Nirgendwo, irgendwo. Ja. Ich nehme mal Seile mit. Ja, nimm mal ein paar Seile mit. Gut, ja. Ich laufe schon mal vor. Ja. Und ich denke mal. Ich muss schon sagen, echt sehr positiv überrascht von dem schnellen Mini-Patch jetzt. Ja, du hattest schon ein bisschen Zeit reinzuschnuppern. Habe auch gemerkt, das sieht ganz gut aus. Ja, was lässt sich drüber noch sagen? Ja, soweit läuft es eigentlich ganz gut alles. Sollte so ziemlich jeder Rausblick-Bug gefixt sein, bis auf das einzige Problem ist wohl noch die Wände von dem anderen Spieler zu zerstören, aber das ist ja halt zu schlimm. Ja, ich sag mal, das hört sich sauber an. Und nicht nur das, auch die Kannibalen sind meiner Meinung. Da war hier gerade irgendwas am Abkreischen. Ein Reh läuft hier hektisch vor mir her. Ja. Ist eine klassische Verfolgungsjagd, natürlich ohne Intention zur Verfolgung. Joker, bist du weit weg? Ja, ich bin schon fast da, glaube ich. 100 Meter. Du, sag mal, ist die Insel irgendwie auf einer Seite verlängert worden? Ich meine, ich lauf hier und jetzt bin ich hier mal bei der Hauptbucht, aber das war ja irgendwie ein Wahnsinnsritt bis hierher. Ich denke nicht, ehrlich gesagt. Ja, ein übles Chaos irgendwie. Gut. Ja. Ja. Dein Nickname sehe ich hier in der Ferne. Ja, ich hab keinen Stress drauf. Ja, wunderbar. Ich sehe dich auch schon hinten aus dem Wald rausgekrochen kommen. Ein Strick für die Not habe ich einfach aufnehmen müssen. So. Home Sweet Home möchte ich schon fast sagen dann. Die was? Home Sweet Home möchte ich Home Sweet Home, ja, so sieht's aus, ne? So ein bisschen alles hier zusammenschippen. Trifft nimmer. Wunderbar. Hier auf einen. Ja, das ist immer gut. So, ja, ich denke mal, heute werden wir was bauen, oder? Bin dabei. Ja, wunderbar. Gut. Also das Speichern soweit funktioniert ja auch ganz gut. Beide können speichern und dann im Singleplayer das Spiel fortführen. Ja. Und so hat gestern auch komischerweise vorm Fix noch beim Temporary Shelter dann trotzdem funktioniert. Ja, bleib mal stehen hier. So Ball spielen ist angesagt. Ja, das hätte ich auch gesagt. So. Hier. Ja, wo ist das Ding? Zu hoch will ich. Ja, plötzlich war das Ding so. Nochmal, komm. Ja, 3, 2, 1. Oh, hier ist wunderbar. Ja, fast. Und ich höre auch schon wieder einen Kreischen. So, bleib mal stehen hier. Zack. Ja, wunderbar. Kein Problem. Ja, abgefangen. Vom Nahkampf. Nahkampf, ja. Hast mich gestern schon ein paar Mal umgebracht. Sag mal, das wohl. Feuer. Ja, nee. Genug gespielt. Ja, irgendwie ist das Ding weiterspielen. Ja, gut. Das mit dem Ballspielen funktioniert auf jeden Fall fast, ich sag mal, einwandfrei. Hier ist das Boot. Wo schlagen wir unser Plätzchen auf? Eigentlich, das war ja eigentlich immer mein Lieblingsplatz. Ja, so sieht's nämlich aus. Große Vorteile ist, man braucht eigentlich nur da so ein bisschen eine Wand ziehen. Hat man einen schönen Eingang hier.
Dann ist man eigentlich fast schon safe. Da reicht ein Effigy hier, wo du stehst. Und keine Sau kommt mehr rüber. Im Optimalfall. So, paar Wände also aufziehen. Mal zur Abschreckung dann. Ja, das ist immer gut. Nice. Da vorne bitte eine Falle. Warte, mach das. So, da kommen wir zu den Köfferchen. Ja, nebendran am Wässerchen. Ja. Ist ganz gut hier zum Escapen. Ja, ich sag mal zum Fliehen. Ja. Und ich leg da auch direkt los. So. Herr Moosbaum ist auch dabei im virtuellen Set. Ganz heute. Nicht bei The Forest 0.009b, was ist neu, sondern bei The Forest 0.009b, das ist neu. Ich sag mal, The Forest beginnt hier langsam wirklich gute, sehr hervorragende Formen anzunehmen. Ja. Aua. Aua. Ja. Übrigens, es war dir auch schon aufgefallen, dass die Bäume nicht blinken. Kabam. Ja, das auf jeden Fall. Und ich sag auch, da fehlt noch am Ende das Geräusch. Ja, guck mal hier, ein paar Kannibalen. Du hast nicht zufällig schon irgendwo ein Feuerchen gebaut? Nee, oder? Nö. Ja, das ist schade. Gut, ich sag mal, hinter dir, genau, hinter dir wir ist einer. Wir brauchen Köpfe, das passt genau. Ja, warte mal, komm mal hier, du. Ab mit seinem Kopf. Ja, so ist in Ordnung. Dem haben wir ordentlich gegeben, ne? Ja, ich meine, ich habe da auch ein bisschen was abbekommen. Na, jetzt hauen die ab. Ja, so stelle ich mir das auch vor. Nee. Ja, die haben wir ordentlich in die Flucht geschlagen. Das wird schon. Aber wir haben meinen Partner hier angreift. Vor allem hier den Joker. Ja. Mit dem muss ich doch erst ein Wörtchen reden. Also Blaub auslöschen ist jetzt auf jeden Fall problemlos, soweit schon getestet. Ja, wie läuft das an für sich ab, wenn man hier speichert? Ich sag mal jetzt zum Beispiel, du speicherst das Spiel ab, wie wird das? Wird das bei mir dann auch gespeichert? Ich glaube, du musst es extra für dich speichern. Dann. Okay. Ah, und noch was Lustiges ist passiert. Wenn ihr als Serverersteller stirbt, dann gehen alle Lichter aus, also alle Feuer. Oh, tatsächlich? Bam ist zappenduster. Ja, zappenduster, ja. Gut, das heißt, anzünden ist aber jetzt kein Problem für mich und für dich zum Beispiel, ne? Da läuft alles okay. Nur wenn ich sterbe, dann ist alles finster. Das ist hervorragend zu wissen. Ey, neuer Kopf. Ja, ich hab da irgendwie den Bug, dass ich hier manchmal einfach nicht mehr schlagen kann. So, jetzt funktioniert's wieder. Und irgendwo ist da hier so ein Kannibalen-Dings. Oh, hier, die stehen da gleich alle nebenan. Ja, aber laufen auch wieder weg. Gut, haben wir... Hey, mal eine Frage zu den Äxten. Jo. Die habe ja längere Pause hinter mir. Und mir ist jetzt aufgefallen, die Flugzeugaxt ist die einzige, die noch schnell schwingt. Haben die jetzt unterschiedliche Stärken, oder? Ja, ich sag mal, das ist auch nicht so, kommt auch nicht so genau hervor, ja, wie man sich's teilweise wünscht. Und zusätzlich gibt's ja auch noch das Aufrüstsystem, das ich bisher noch nicht näher erläutert habe, gerade aus dem Grund eben auch, weil es noch nicht wirklich klar ist, wie der Hase hier läuft. Zum Beispiel lassen sich die Waffen grundlegend alle aufrüsten.
in dem. Zufällig gerade vorher gelesen, genau, irgendwie Harz und Zähne drauf pappen, hat's geheißen. Genau, Harz und Zähne drauf. Man kann auch zum Beispiel mit den Stoppteilen hier um die Äxte wickeln. Ich denke mal, das gibt ein bisschen mehr Schnelligkeit. Aber im Vom Endeffekt, Backup. ja, da kommen wieder welche. Aber im Endeffekt ist das jetzt hier nicht so, dass da hier tatsächlich was bei rumkommt. Ne? Ist ein bisschen zackiger geht's dahin. Also ich muss sagen, mein absoluter Favorit ist jetzt die Flugzeugaxt, weil mit Ja, der kann man so schnell absolut. schwingen. Speed ist alles. Ja, sag mal, du, ist der Kannibale hier jetzt verschwunden? Der ist wohl verschwunden. Ja, gut. Scheint auch ein kleiner Bug im Multiplayer zu sein, was man hier nicht alles rausfindet. Unglaublich. Unglaublich. Oder ist es der? Nee, der war der Nee, andere. den hat. Ich hatte da gerade vorhin noch einen niedergeschnetzelt. Check. Also ich weiß auch nicht. Betrug. Ja, Ich absolut. will mein Geld zurück. Ja, nee, das muss nicht sein. Ja, so, ich, wie sieht denn das mit dem Feuer hier jetzt aus? Mit welchem Feuer? Mit dem großen Steinfeuer? Das sieht, glaube ich, gut aus. Was sieht Ja. nur, ihr habt nur getestet, das Signalfeuer, das ganz große. Ja, genau. Bei der gestrigen Session, mein Kumpel, waren nämlich viele raus. Er ist oft rausgeflogen, aber konnte immer wieder joinen. Und am Ende haben wir so ein riesen Feuer gebaut und das war dann das Schluss von dem Ganzen. Muss man halt natürlich sofort testen, Feuer gebaut, alles klar eigentlich. Ja, ich sag mal, das hört sich gut an. Oh, da kommen wieder die Kannibalen. Das gerade schlecht, das gerade ganz schlecht. Sag mal, läuft bei dir auch die ganze Zeit diese Kampfmucke im Hintergrund? Die stellt sich bei mir nicht mehr aus. Nee, an und für sich nicht. Alles gut hier. Shit, es sind viel zu viele Ja, Hilfe. komm mal hier nach hinten. Einfach nach hinten, wo wir gebaut haben. Ich bin gerade ein bisschen hier. Wo bist du? Ja, komm mal hier zu Genau in die mir. andere Richtung geflüchtet. Ja, ich merk gerade. Oh Mensch, du. Ich pack das. Medizin und alles geht gut. Ja, mein Inventar war auch gerade ein bisschen dunkel hier gerade. Die alte Geschichte. Oh, es war ein bisschen zu weit hier. Tja, ein bisschen Rüstung wäre toll. Ja. Ja, es scheint auch so ein Bug zu sein. Leider läuft bei mir die Kampfmucke durch. Ja gut, wo bist du an für sich jetzt hingelaufen? Ein riesen Bogen abgehauen, jetzt komme ich wieder zurück von der anderen Seite. Das ist gut. Ah ja, kann ich schon Hallo. entdecken hier. Jetzt kommen die hier auch von der anderen Seite. Du, ich brauche dringend mal irgendein Feuer hier. Wir müssen nur das Ding da fertigstellen. Ja, ich weiß, Drei das Arme. ein bisschen schwierig, ne? Die stellen sich zumindest mal über so Leuchtfackeln. Oh Mann, wo kommen die alle her? Burn it up. Ja, burn it up. Die haben schon Angst vor der Fackel, oder? Ja, absolut. Sieht gut aus. Na, wer will? Freiwillige Chor. Ja, ich habe keine Ausdauer gerade. Ich wähle Zauberer Doppelkopf. Zauberer Doppelkopf, wunderbar. Wow, das war. Scheiße. Ja, die laufen gerade ins Wasser ab. Yay, ich hab Ja, und die angefangen. Let's laufen go. gerade dir ein bisschen nach. Und irgendwie. Ja, hier geht's wirklich ganz abartig irgendwie zu im Multiplayer.
denke mal hier, wir können uns dann in Kürze... Ja, hier Arme und Beine. Ja, ich pack mal hier was drauf, ne? Komisch, ne? Hä? Keine Arme? Ja, komisch. Ich habe jetzt alles reingebaut, was das Ding hier haben will. Ich denke mal, dass... Oh, jetzt ist fertig. Ah genau, das ist mir schon aufgefallen. Das ist dann plötzlich fertig, wenn nie näher kommen. Also der Host halt. Ja, gut zu wissen. So, wo sind jetzt hier die Baumstämme alle hier? Und da kommt wieder so ein Kannibalentyp, so ein Verrückter hier, aber... Oder eine Verrückte, man weiß einfach teilweise jetzt nicht, was auf einen zukommt. Ja, Licht. Ich bin ja auch ein Noob, man kann ja die Musik ausstellen. Ja, das ist eine wunderbare Idee. Das ist sogar ein Ziehregler und die anderen sind ja eher Zierregler. Sag mal, willst du da drin noch länger verweilen? Die sind, die sehen hier auch schon wieder ein bisschen aufgeregt aus, die Kollegen, ne? Test doch mal, die kommen eigentlich jetzt nicht mehr daher. Ja, komisch, ne? Ja, funktioniert schon als die Abschreckung. Ja. Ich werde mal ein Lagerfeuer machen da hinten. Ja, das ist eine gute Idee. Ich brate dann später mal ein Lurch raus, oder was ich hier noch so drin habe. Hunger habe ich ähnlich, ja. Ja, das hört sich gut an. Da fällt mal was Grundlegendes ein, was sie gestern überhaupt nicht gekraft haben. Ja. Man kann ja zu den Leichen, zu seiner eigenen Leiche hingehen und alles holen, wenn man stirbt. Ja, in tatsächlich. In der letzten Session war ja nicht so klug. Ohne Items losgeprescht. Jo, wir wollten das ja an für sich mit dem Speichern probieren, ja. Also wenn du stirbst und dann ohne Speichern spawnst du ja im Flieger wieder. Und du siehst dann ein Totenkopf-Symbol, wo deine Leiche liegt, so wie bei Minecraft, und dann kannst du alles wiederholen. Ja, das ist gut zu wissen. Es geht hier schon wieder ab, das ist ja nicht mehr, wunderbar. Wow. Ja, das war's dann wohl. Ja, bist du draufgegangen? Ja, ich hab grad den, so einen Bug bewundert, dass so eine komische Axt vor mir her schwebt. In dem Moment habe ich einen Zug draufgekuscht, um und aus. Und das ist immer bei dem Thema. Vorne sehe ich mein Totenkopf-Symbol. Ja, bin ich da. Ja, ich habe jetzt auch gerade hier ein bisschen rumgekämpft. Mehr schlecht als recht, sage ich mal. Das alte Ding, ich brauche Medizin. Ja, bist du im Flugzeug wieder aufgewacht? Ja. Oh Mann. Natürlich sind alle Koffer schon leer. Und schwer bewaffnet mit einem Stein. Oh, hier sind ja auch ein paar Kannibalen. Das ist nicht so toll. Wird jetzt gerade hier mal ein bisschen nach hinten laufen, aber die, oh mein Gott, jetzt sind ja an für sich, sind die überall, ja? Ich bin gerade im Hauptdorf von denen. Ja, und die Baumstämme, die blinken nicht mehr. Irgendwie habe ich hier überall Kannibalen, ja, das ist hier ein, ich sag mal jetzt gerade ein Bild hier, wie aus, na, wie heißt das nochmal? 300? Nee, das ist eher mehr so wie... Ja, genau, John Carpenters Fürsten der Finsternis, so war das. Ist der Typ hier beim Fenster rausguckt, ne? Schrecklich hier. Irgendwie stehen die alle nur rum, ab und an laufen die ein bisschen. Oder schweben über den Boden drüber. Ja, das ist hier wirklich zombieartig. Meine Fresse, was hier abgeht, das ist ja nicht mehr normal.
Check. Irgendwie ist alles stumm geworden gerade. Ja, du, ich sag's dir hier jetzt ab bei mir, das. Ich spaziere gemütlich durch den Wald. Ja, kein Problem. Lass dir mal ein bisschen Zeit. Irgendwann geht's mir wieder gut. Wie gegessen. Wie ziehen genossen. Ja, wunderbar. Der, ich meine, da fährt mir hier im Hocken davon, der gute Mann, ja. Bist du voll am Kämpfen die ganze Zeit? Nee, gerade eben wieder. Aber irgendwie, die machen auch nicht viel, kommt mir vor. Da ist ganz schön was los bei dir, Strandparty. Ja, kannst du mal annehmen. Wo bist du an für sich? Gerade hier mein Zeug aufsammeln bei der Falle vorne. Ah ja, wunderbar, ich sehe dich wieder, das ist gut, das gefällt mir. Jo, ich habe wieder alles. Ein bisschen Verstärkung, das ist ja hier der pure Wahnsinn. Ja. Apropos Verstärkung, ich wünsche mir eine Rüstung. Ja. Ja. Mit unserem Kollegen, der beleuchtet mir alles klar. Ja, das ist wunderbar. Oh nee, bleib weg von mir. Ja, den habe ich da jetzt mitgebracht. Och Mensch. Ja, da unten stehen auch ein paar. Was hier wieder los ist, ja. Unglaublich. Ja gut. Fertig. Zumindest haben wir die Wand fertig. Oh Mann, oh Mann. Du Joker, ich sag's dir, hier geht's wieder ab, das ist ja nicht mehr normal. Sind die eigentlich am Tag eher in die Höhlen oder ist das nur ein Wunsch? Du, ich brauch mich hier langsam Sachen, das ist nicht mehr. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sollten vielleicht mal das Effigy anziehen. Ja. Ich glaube, das muss jeder für sich anziehen. Brennt das jetzt bei dir? Nee. Der das brannte gerade vorhin noch eben. Ich glaube, funktioniert es trotzdem, nur wenn ich es anzünde, dann siehst du das nicht. Du, ich brauche einen Stein. Hast du hier für hinten für die Feuerstelle noch einen Stein? Ja, ich glaube, ich habe Steine. Hier? Was ist mit der Falle? Was ist mit dem Cheater? Ja, weiß auch nicht. Hab hier vorhin zurückgesetzt. Blö. Ja. Gut, so, ich lege mir hier mal ein Leuch drauf. Ja. Ich denke mal, die Spielerfigur hat hier ein bisschen Hunger. Was ist mit dem Typ, der da so rumsteht? Hängt der in der Falle? Ja. Ah, jetzt hängt er plötzlich. Ja, hier liegt er durch, wunderbar. Was machst du gerade? Ich kill unseren Fong. Ja, das ist wunderbar. Denn ich sehe hier irgendwie gar keinen. Ja, wunderbar. Der ist weg, Falle ist wieder scharf. So. Und die Axt geht mal im Mondscheinlicht baden. Ja, so sieht's aus. Find das auch ganz gut. Ich denke mal, die. Ja, wunderbar, wunderbar. Ist bei dir da draußen die Jagd oder warum schwimmst du dorthin? Jo, absolut.
Ja, die ist ja bei mir woanders. Tatsächlich? Das ist also gegen, ja. Ich schau mal über den Berg, die ist bestimmt da hinten beim Anker irgendwo. Das ist auch interessant. Ja, ich sag mal, auf keinen Fall ein Let's Play mit der Axt verpassen. Hier gibt's teilweise wirklich tatsächlich wunderbare Informationen, man glaubt es nicht. Ja, so ist es, die Axt, sorry schon. Die Jagd ist ganz da hinten irgendwo. Ja, wunderbar. Die Axt ist auch da hinten irgendwo, hätte ich gesagt. Aus deiner Perspektive, wo bist du eigentlich? Ja. Mal gucken. Ja, da drüben, genau. Hier jetzt mal frech das Fischen testen, das soll jetzt funktionieren. Ja, nee, warte mal. Das gibt's doch nicht. Ich hänge hier auf dem Segelboot, ja. Wenn, dann wird hier ordentlich mal irgendwas zusammengebaut. So ein Schelter. Ich komme, ich fliege! Was? Was machst du? Ja. Hektisch, verzweifelt ins Wasser stürzen und in deine Richtung schwimmen? Okay. Ja, siehst du. Ja, ich sag mal, im Sonnenaufgang, da komme ich zu dir geschwommen. Fast schon romantisch, ne? Ach. Ja, aber es nebelt auch ein bisschen, so ist nicht. Du möchtest eine Hütte bauen, oder? Ja. Was für eine Hütte? Das sind ja echt ziemlich viele Bewohner da auf der Insel. Ja. Was für eine Hütte bauen wir eigentlich hin? Boah, egal. Oh, gut. Ich habe immer gesagt, wenn dann ordentlich was Größeres. Willst du eine Small Cabin? Ich bin ja schon ein Baumhütten-Fan eigentlich. Ja, wo bist du? Geht halt schlechter unten. Ja, wo willst du die eigentlich hinbauen, die Hütte? Bei mir ist da unten beim Feuer. Wo, hinten dran? Ja. So dahin. Irgendwo. Ja, wo ist da an für sich vorne, hinten, links, rechts? Oh, hier ist die Tür. Oder? Nee. Nee. Ich sehe den Plan erst, wenn du ihn abgestellt hast. Hier ist die Tür. Ja, gut. Los geht's, ne? Los geht's. Ich möchte immer noch eine Rüstung haben. Ja, das denke ich mir. Ich glaube, oh, gerade mal ins Feuer gelaufen. Bin auch ein Idiot. So. Das Fischen wollte ich eigentlich testen, mal. Ja, so sieht's aus. Aber vorne dran können wir wenigstens die Hütte fertig bauen. Jo. Ja, so ist in Ordnung, ne? So muss das. Also hier wird das Gefühl, dass man da so einen komischen Hacktrick anwenden kann, so schwer zu beschreiben. So, wenn er reinschwingt, dann mit der Maus wieder zurück nach rechts ziehen. Manchmal macht es dann zwei Hackgeräusche, bin aber nicht sicher, ob er dann auch zweimal hackt, denke ich schon. Jo. Weißt du, was ich meine? Jo, absolut. Ich sag's dir, hier auf der Insel, da passieren ganz merkwürdige Dinge. Hier ist ein Lurch. Wenn du einen möchtest. Hey, Lurch. Hier. Hier ist noch einer. Meins. Haben wir. So, wo sind die Baumstämme? Ich brauche eine kleine Stärkung erstmal. Ja, kein Problem. Wir bekommen auch wieder Besuch. Yay, war ja schon langweilig. Ja. Du machst mir Spaß, mein Lieber. Ach, das ist nur eine nackte. Ja,
Du eine nackte, kein Problem. Oder nackt R. Ja, was weiß ich. Ich sag mal, die sollen hier, ja, können hier, wo auch immer, was auch immer. Hauptsache in Ruhe gelassen, ne? So ist's. Hey, wir sind sogar die Baustelle am Bestaunen. Ja. Weg da von meinem Fleisch. Boah, das war jetzt irgendwie problematisch, das Fleisch runternehmen. Manchmal dauert es länger. Hier geht's mal ordentlich ab, ne? Gibt es beim Bäume fällen einen Unterschied zu die Äxte? Hast du irgendeine besser oder so? Ich denke nicht. Ich sag mal, so weit habe ich hier nichts bemerkt, was sich tatsächlich irgendwo festlegen lässt. In den Eigenschaften von den Äxten. An für sich noch nicht, leider. Also jetzt ist wieder einer in die Falle gegangen, siehst du nichts. Ja, hier steht einer, aber dass einer reingelaufen ist, leider nicht. Ja, einer hängt eigentlich in ja, der Falle. Fertig! Fertig, mir viel zu viele Bäume gefällt. Ja, das macht überhaupt nichts, ne? Erstmal eine Bank gönnen. Ja, erstmal eine Bank gönnen, so sieht's aus. Ja, der Joker hat hier die richtige Einstellung. Nicht immer nur arbeiten, 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 auch mal eine Pause gönnen, ne? So, ja, kannst die Bank hier. Ja, wie war das? Romantisch, ne? Ja, so sieht's aus. Du baust hier was zusammen. Ich überlasse dir das. Und ich bereite hier noch was vor. Braucht man einen Baumhalter? Ein Baumhalter? Ein Lockholder. Oh, ein Dings, genau. Oh, ich sag mal, wir haben hier jetzt ein paar Wände auszufüllen. I see. Jo. Ah, ich hack jetzt auch noch. Ja, du hackst auch mal. Das ist wunderbar. Was hackst du? Das ist alles schon weggehackt. Ja. Ich hack den Schorsch, den Baum. Ja, ich hack den Schorsch, genau. Das. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. So. Gruß an Hacke Schorsch aus dem Forum. Ne? Forum.survivetheforest.net, wer es noch nicht kennt. So war das gemeint. Grüße an den Hacke Schorsch. Jo. Und an Steffen. Steffen weiß natürlich, wer er ist. Der Bad Things. Ja, Joker sagt hier gar nichts dazu. Oh. Ich hab grad Baumlärm. Worum geht's? Ja, ich sagte auch Grüße an Steffen, den Bad Things. Ja, sowieso Grüße ans ganze Forum. Wieder mal. So, Bad Things muss jetzt wirklich sagen, ich bin sehr freut, dass du wieder aufgetaucht bist. Ja, super. Am Meer. Da fehlt dann nur noch die Erweiterung für 4 Spieler, dann kann Bad Things damit uns die Luzi abgeben lassen. Ja, die Luzi. So, was ist das für ein komischer Knabe hier? Ja, dem fliegt gleich mal die Kopfbedeckung hier vom Haupt, das hatte ich mir gedacht.
Der Empfang ist auch ein bisschen, ich sag, scharf gewesen. Ja. Grüß Gott, Frau Halle. Oh, das sind noch ein paar Kollegen. Schnell mal weggelaufen hier. Irgendwo waren hier noch Baumstämme. Die Wände sind schon fast fertig, so. Ja, warte mal, ich habe hier noch einen Herrn Moosbaum. Moosbaum? Ja, das ist der Herr Moosbaum. Moos, nicht Moos. Kling, kling. Hast du dieses Piano-Geräusch? Ja, hast du das schon wieder drin? Ja. So, Baum fällt. Baum ist gefallen. Anscheinend haben die Kannibalen ja statt Stimmbändern Klavierseiten eingebaut. Ja, das möchte man meinen. Da ist irgendwo ein Instrument falsch rum verbaut worden, ne? Ja, zwei Stämmchen, du machst das. So. Oder irgendein Orchester ist doch mal abgestürzt und sie haben die ganzen Geigen aufgefressen. Die Geigen aufgefressen, ne? Hey, die haben Angst, so, die laufen weg. Affenzahn davon gelaufen. Hier ist ein Toter. Ich glaube, wir könnten noch ein paar Effigies aufbauen. So, ich speichere mal ab, ne? Please. Oh, das hast du aber schön gemacht mit den Bänken hier, ne? Gerne. So, so, direkt mal gespeichert. Ja. Euch was kommt von drin raus? Bist du noch hier? Ja, soll ich das jetzt auch mal riskieren, das Speichern? Joker, wo, oh, hier, du bist ja hier hinten drin. Ich riskiere das jetzt auch. Ja, riskiere das hier wie in eine Toilette rein. Funktioniert tadellos. Kurz aufs Örtchen. Einen schwarzen Bildschirm habe ich. Mann, oh Mann, die Tür hat's hier fast rausgehauen, meine Fresse. Ja gut, ich sag mal, wir knallen uns hier hin. Was hältst du davon? Zu unserer Villa? Je. Ja, du setzt... Oh je. Irgendwie sitzen wir beide direkt hier im Feuer drin, mein Lieber. Wart mal kurz, bleib mal drin. Damn it. Ja, das passt aber auch nicht so ganz, ne? Ja, das sieht wunderbar aus. Ja, das na, sieht wenigstens ja stimmig aus, ja? Ja, das funktioniert eindeutig nicht. Ja, das sieht aber stimmig aus, tatsächlich, wirklich. Guck dir das mal an, wenn du aufstehst. Ah, nicht schon wieder. Ja, das. Ja, guck mal, wie gemütlich das aussieht, so oder? Sieht's gut aus, am Stein, ja. Hockt der Kommod. Ich sag doch, das ist gemütlich, das ist wunderbar hier. Segelboot habe ich dir gerade aus. Moment, nee, falsch. Ja, du sitzt irgendwie, genau, und du hockst dich ins so Feuer rein, klassisch Joker. Ja, ich sag mal, was wir hier noch brauchen, ist ein verrückter Denker und einen verrückten Affen, ja. Wenn das hier auf 4 Spieler erweitert wird, wird das ein wirklich verrücktes Ereignis. Definitiv. Da kann ich schon mal sagen, ich hoffe, dass wir hier ein bisschen Companions bekommen. Und das kann heiter werden. Genau, und darf auch bis zu dem, ich sag mal, hoffentlich bald 4 Spieler Let's Play einfach nur zugucken, wie der Joker hier die Axt aussteckt, ansteckt, irgendwie in die Hand nimmt, nicht in die Hand nimmt. Und ja, wir sitzen hier an unserem kleinen Örtchen. Wir warten jetzt erstmal auf die Speicherfunktion. Genau, auf die Multiplayer-Speicherfunktion, das kommt auch alles irgendwie. Ja, und ich sag mal, das war's auch schon wieder für heute. Ich lasse das mal bei dem angenehmen Ambiente ausklingen und ja, Joker, die Mutti, die Omi wieder ein bisschen grüßen. Nee, Joker mag heute nicht mehr. Joker, lebst du noch? Ich grüße jetzt einfach mal alle, die sich gegrüßt fühlen. Ja, wunderbar. Vergessen, Knopf drücken. Ja, so sieht's aus, ne? Push to talk. Gut, alles genau. Klar, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was und der Joker auch aus dem virtuellen Studio mit der Axt. Let's Powerplay. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Bye bye, haut rein.